Hallo liebe Hungrige, die Wassermelonen stapeln sich auf den Ladentischen der Geschäfte. Sie schmecken ja auch schon wieder recht lecker. Und im heutigen Video geht es mir vor allem um zwei Aspekte, dass man erstens beim Essen der Wassermelone weder die Maulsperre bekommt, noch sich vollkleckert und dass sie zweitens schön präsentiert wird. Wir brauchen dafür, außer der Melone selbst, ein kleines Obstmesser zum Zerteilen der Wassermelone, am besten ein scharfes Brotmesser, ist ja wie eben beim Brot für harte Krusten und insofern auch Schalen gemacht, alternativ eben ein großes scharfes Messer und dann noch ein Kugelausstecher. Wenn wir die Wassermelone einfach so auf ein Holzbrett legen, eiert sie ja doch so ein bisschen hin und her, deswegen eine Schüssel oder Schale darunter geben, macht es deutlich stabiler. Und dann soll aus der Mitte heraus eine breite Scheibe, so ca. 5 cm herausgeschnitten werden, also so ein bisschen links und rechts von der Mitte, die Melone durchtrennen. Und aus der einen abgeschnittenen Hälfte lösen wir nun mit dem Kugelausstecher das Fruchtfleisch heraus, machen damit also so viele Kugeln, wie die Melonenhälfte eben hergibt. Dann auf einen Teller geben und kurz mal ein bisschen anfrosten. Und wir nehmen jetzt die herausgeschnittene Scheibe, halbieren sie erst, und vierteln sie dann, teilen auch die Viertel nochmals, sodass wir dann also insgesamt 8 Stücke haben und die Melone also aufgeteilt ist wie eine Torte. Und darauf verteilen und stapeln wir nun die gekühlten bzw. leicht angefrosteten Melonenkugeln, sodass die Frucht am Ende wie eine Art Melonentorte gestaltet ist. Ich meine, sieht dekorativ aus und lässt sich auch gut essen. Variante 2 ist vor allem etwas fürs Auge. Wir schneiden wieder mit dem Brotmesser eine Scheibe ab, diesmal so 2-2,5 cm dick. Legen sie flach hin, halbieren und vierteln sie dann und nehmen dann die einzelnen Viertel und schneiden daraus aus dem Melonenfruchtfleisch Quadrate. Haben wir dies erledigt, werden nun die unteren Ecken abgeschnitten, das heißt also an allen 4 Ecken mit einem schrägen Schnitt nach unten das Fruchtfleisch abtrennen. Als nächstes werden auch von oben die Ecken abgeschnitten, jetzt allerdings nicht ganz so schräg und insgesamt auch kleiner. Und nun gilt es, wir wollen ja eine rosenähnliche Struktur gestalten, die Oberseite mit 3 leicht gebogenen Einschnitten zu versehen. Es sollen aber nicht nur Einschnitte sein, sondern kleine Kerben im Fruchtfleisch, also wird jeweils beidseitig eingeschnitten und dann das somit herausgetrennte Fruchtfleisch auch herausgenommen. Achtet darauf, dass zwischen den 3 Einkerbungen immer ein Stück Fruchtfleisch erhalten bleibt, also nicht durchtrennt wird. Haben wir dies erledigt, bewegen wir uns mit den nächsten Einkerbungen ein Stück weiter zur Mitte zu. Wir schneiden jetzt also wieder Fruchtfleisch heraus, und zwar gegenüberliegend jeweils Stücke, die wie die Schenkel eines Dreiecks aussehen. Oder wie ein etwas breit gedrücktes V, wenn es das besser beschreibt. Das ist ein bisschen Filigranarbeit. Macht sie am besten mit einem sehr spitzen Messer. Und danach wird zentral, also mittig, noch ein kleines Stück, jetzt allerdings rund, herausgestochen. Nur noch die Seiten, die ja doch noch ein bisschen eckig sind, schräg von oben nach unten ein bisschen abschneiden, so dass wir am Ende also eine eher runde, also blütenähnliche Form erhalten. Und so ungefähr sollte unser Melonenstück am Ende aussehen. Mit allen weiteren verfahren wir ebenso, brauchen jetzt allerdings noch grüne Blätter und dazu trennen wir von dem übrig gebliebenen Melonenstück einfach ein dünnes Stück von der Schale ab, gegebenenfalls muss noch ein wenig von der Unterseite abgeschnitten werden, das Schalenstück auf der einen Seite blattähnlich spitz abschneiden, vielleicht noch ein bisschen kürzen und dann noch die andere Seite blattähnlich in Form bringen. Und nun die einzelnen Rosenblüten auf einen Teller geben, die Blätter ringsherum verteilen und fertig sind unsere Melonenrosen. Beide Varianten sind natürlich nichts, wenn es schnell gehen soll, aber für Party, Brunch oder irgendeinen besonderen Anlass ist das doch, meine ich, eine attraktive Variante, Wassermelone anzubieten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gestalten und dann recht guten Appetit. Und falls euch doch eine Variante lieber ist, wenn es eben mal schnell gehen muss oder ihr die Wassermelone als Trinkgefäß mit einem Zapfhahn nutzen möchtet, dann schaut da einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.